Hallo Freunde der virtuellen Realität. Falls ihr unseren Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, das ist Ben und unser Kanal heißt Tupac VR. Ja Leute, heute gibt es Quest 2 Gameplay und ich durfte Blair Witch für die Quest 2 vorab testen. Und ja, wer mich nicht kennt, ich hasse Horror Games. Also es ist so eine Art Hassliebe, sage ich mal. Und es macht mir meistens sehr, sehr wenig Spaß, mich so zu gruseln. Aber wenn ich es dann überwunden habe, dann denke ich mir, ach ja, so schlimm war es ja am Ende doch nicht. Und wenn man aber in dem Game drin ist, in irgendeinem Horror-Game, dann denkt man, scheiße, warum mache ich das hier? So war es jetzt auch bei Blair Witch. Und ich habe das Spiel vorab noch nie gespielt. Ich habe es auch auf dem PC, also auf diese Flat-Version nicht gespielt. Ich habe es nur ein paar Videos gesehen. Und ja. Also man muss natürlich Grafikabstriche machen für die Quest 2-Version. Es sieht, ja, also ich sag mal so, es sieht okay aus, wenn man die Flat-Version nicht kennt. Und wenn man die kennt und dann die Vergleiche zieht, dann denkt man natürlich, oh, das ist aber echt schlecht. Aber gut, es ist eine, die Quest ist ein ja, VR-Headset, was komplett autark arbeitet. Es hat einen mobilen Prozessor drin und dass das nicht die Grafik darstellen kann wie am PC, ist auch ganz klar. Von daher ist das alles vollkommen in Ordnung. Was mir aufgefallen ist, wenn ich so in die Ferne guckte im Wald dann, und mich ein bisschen bewegte, dann ploppten schon mal ein paar Bäume auf. Ja, Äste, Blätter sah man dann, wie die aufploppten und wieder weg waren. Das ist natürlich so ein bisschen Immersionskiller immer. Ob die das noch besser hinkriegen, weiß ich nicht. Da wird es mit Sicherheit ein paar Updates noch geben. Was hat mir gut gefallen? Also gut hat mir gefallen, dass ich nicht alleine war, dass der Hund bei mir war. Also ohne den Hund wäre ich, glaube ich, gestorben. Man kann den Hund streicheln, das ist echt cool gemacht. Also man geht wirklich mit der Hand so drüber und man sieht so wirklich, wie sich das alles bewegt beim Hund. Der reagiert dann drauf. Wir können den Hund rufen per Pfeife, dann kommt er zu uns. Wir können ihm Aufträge geben, kleine, also geh mal suchen, kann ihn an Sachen schnüffeln lassen. Und also das hat mir echt gut gefallen. Und ja, der Hund ist so ein bisschen ja, Beschützer und man fühlt sich nicht so ganz verloren in dem Wald. Es fängt relativ harmlos an und steigert sich dann am Ende zum vierten Kapitel echt krass. Und ich habe dann auch nachher ausgemacht, weil ich auch nur einen kleinen Ersteindruck von dem Game gewinnen wollte für euch und auch noch nicht so viel verraten wollte. Und ja, guckt euch das Ende dann nochmal an. Da werde ich dann nochmal was sagen zum Game. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ganz kurz die Oculus-Seite an. So, ja. Hier steht gekauft. Ich habe es, fairerweise muss ich sagen, ich habe es natürlich vom Entwickler bekommen. Also das erwähne ich immer, wenn ich es umsonst bekommen habe. Nicht, dass mir da einer sagt, ja, du bist da voreingenommen, weil du irgendwas umsonst bekommen hast. Also ich sage schon immer, wenn mir irgendwas nicht gefällt, auch wenn ich es umsonst bekommen habe. Also so fair muss man natürlich sein, auch den Käufern gegenüber. Ich habe versucht, einen Preis rauszufinden. Ich habe keinen gefunden, also bei Google habe ich jetzt irgendwie mal kurz, ja, 5 Minütchen mal gegoogelt, aber ich hab nichts gefunden. Und ja, vom Entwickler, ich kann ihn natürlich jetzt anschreiben, aber das dauert natürlich auch immer. Ich denke mal, die kriegen jetzt mega viele E-Mails. Von daher wartet einfach morgen ab, was das Spiel dann kostet. Also ich muss sagen, als nachher dunkel war, war das schon tierisch krass, also man hat eine Taschenlampe, man sieht nicht viel und die Geräusche, also ich habe jetzt ohne Kopfhörer gespielt, das Spiel empfiehlt einen aber, benutzt Kopfhörer, weil das bironalen Sound hat und ja, da hört man wirklich immer richtig krass, woher die Geräusche kommen, also da braucht man auch keinen Dolby Surround Kopfhörer, da reichen normale gute Stereo Kopfhörer. Ich warte noch immer auf das Soundkit für die Quest 2, das ist ja jetzt in Bearbeitung, sage ich mal, und wenn das dann rauskommt, dann werde ich nochmal antesten, das Game. Und damit ist das mit Sicherheit nochmal viel krasser, aber alleine schon mit dem originalen Sound war das schon echt, ja, man ist ziemlich tief drin in der, in diesem Spiel, sage ich mal. Ja, wir haben deutsche Untertitel, was natürlich sehr gut ist. Natürlich wäre deutsche Sprachausgabe besser, aber besser als nichts und ja, man kann die Story verstehen, man kann alles mitlesen und das ist ganz cool. Und ja, hier haben wir Version 0.3.1, also ist auch noch eine relativ
frühe Version, damit wird mit Sicherheit das ein oder andere Update noch kommen. Und es ist jetzt momentan noch Quest-exklusiv und wird aber auch für die PC-VR-Brillen erscheinen. Ich weiß nicht nach welcher Zeit, aber das habe ich gelesen, dass das definitiv passiert. Und da bin ich mal gespannt, ja, wie da die Grafik dann aussieht. Und da werde ich dann natürlich auch mal so einen kleinen Grafikvergleich machen. Und ja, da bin ich gespannt. Und ja, ich würde sagen, ich rede nicht mehr lange und gebe mal ab ans Spiel. Viel Spaß. So Leute, willkommen bei Blair Witch VR für die Quest 2 und ja, wir befinden uns hier im Hauptmenü und wir schauen uns erstmal um. Also hier sehen wir erstmal unseren kleinen süßen Hund. So, von der Grafik her ist es okay für die Quest oder Quest 2. Der Hund hat, wie in der News-Sendung schon erwähnt, guck mal, man kann ihn sogar streicheln schön. Ja, er hat ein bisschen, ja, Texturen sind nicht jetzt so mega, aber es reicht. Also sieht gut aus, gefällt mir. Und ja, wir haben jetzt hier unser Hauptmenü im Fernseher und ja, ich spiele im Stehen, wie ihr seht. Wir haben freie Bewegung und kein Komfortmodus möchte ich nicht. Und ja, ich würde sagen, Pecher heißt wahrscheinlich weiter oder Start. Ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. Es wird ein Ersteindrucksvideo und ja, ich lasse mich mal überraschen, wie hart das hier wird. Viel Spaß! Ah, okay. Wir sind doch noch nicht weiter. Ich wünsche schon viel Spaß hier. Jetzt haben wir hier noch unsere Einstellungen, die wir vornehmen können. Bewegen, greifen, interagieren, Gegenstand werfen, verwenden. Audio. Ja, kann man hier einzeln, kann man alles hoch oder runter regeln. VR-Einstellungen kann man hier nochmal sich anschauen. Tunneleffekt deaktiviert ist gut. Rechts- oder Linkshänder haben wir hier noch, ne? Ganz wichtig für einige Linkshänder da draußen. Zum Beispiel der Hoshi. Ja, ich würde sagen, legen wir los. Okay, ist auf jeden Fall cool gemacht. Schauen wir uns mal das Intro an. Ich habe die Flat-Version überhaupt nicht gespielt, muss ich sagen. Burkittsville. Da fährt aber einige Polizei rum, würde ich mal sagen. Missing, Peter Shannon. Ich denke mal, dass wir den suchen. Also ich bin völlig unvoreingenommen hier reingegangen. Prolog. Richtig cool, dass sowas hier in VR umgesetzt wurde. Habe ich mir damals schon gewünscht, als die Flat-Version rauskam. Das Telefon klingelt. Greif es mit deiner Hand. Jess, hey. Yeah, it's good to hear from you. I didn't think you'd call. Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Why wouldn't it be? You know why? You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called.
No, Jess, wait. No, I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, okay? All right. Be careful. Get off, buddy. Schönes altes Telefon. Man kann hier alles. Also es werden Kopfhörer empfohlen. Ich habe jetzt die Originalen nur hier. Und weil das Sounderlebnis halt genial ist, aber für die Aufnahmen wollte ich das jetzt nicht machen. Und bald kommt ja das Soundkit, von daher freue ich mich schon darauf, das dann hier in wirklich geilen Sound zu erleben. Ja, von der Grafik her, klar, dass das hier kein Mega-Wald wie bei The Witcher oder so simulieren kann, die Quest 2. Man sieht auch schon mal was aufploppen, ne? Ja, ganz hinten so in dem Augenwinkel. Da verschwindet mal ein Baum, dann kommt er wieder. Ja gut, wir sind hier mit der Quest 2 unterwegs, das muss man natürlich auch wissen, ne? Okay, so, weiter. Aber man kann hier alles wirklich benutzen. Hey, Buddy. Hey. Ja, feiner Kerl. Oh, okay. Da haben wir was. Let's find this kid. He's been through enough already. Anthony, solltest du endlich damit aufgehört haben, dir wegen der Hexe in die Hosen zu pissen und dich doch noch dazu entschlossen haben, aufzukreuzen, dann wirf einen Blick in den Kofferraum. Darin liegt ein Funkgerät für dich. Ich lege dir außerdem noch ein Foto des Kindes bei, nachdem wir suchen. Du erreichst Sheriff Lanning auf Kanal 2, wenn du bereit bist, dich uns anzuschließen, Greg. Okay. Habe ich ein Inventar? Ich gehe von aus. Sorry, Anthony. First come, first served. I'll call Lanning once I'm in the forest. Check, check, Mikrofon check. Okay, wir sind auf Kanal 2. You found something, buddy? We're not leaving that laying around, right, boy? Okay, was haben wir sonst noch? Das ist nichts. Sieht sehr verlassen aus hier alles, ne? Zusammenfassung. Peter Shannon wurde am 15.09.96 als vermisst gemeldet. Der Polizist wurde von Laura Shannon, Peter Shannons Mutter, über das Verschwinden ihres Sohnes informiert. Die erste Untersuchung ergab Folgendes. Erstens, Peter wurde zuletzt am 15. September 1996 um 11.20 Uhr gesehen, als er sich auf den Weg zum Haus seines Freundes machte. Miss Shannon hat ihn seitdem nicht mehr gesehen. Peter hatte früher schon öfter versucht, von zu Hause wegzurennen. Drittens, es gibt niemanden, der Peters Verschwinden bezeugen kann. Die erste Suche hat keine Ergebnisse geliefert. Aufgrund Shannons Alter wurde die Gefahrenstufe auf hoch angehoben. 17 Uhr, es wurde ein Befehl erlassen, diese Suche im Black Hills Forest fortzusetzen. Dort wurde der Junge bei seinem früheren Fluchtversuch gefunden. Okay. Du kannst Dokumente in deinem Notizblock verstauen. Du kannst sie dort jederzeit ansehen. Ah, okay. Foto von Peter. Das ist ganz cool. Die Schrift sieht jetzt nicht so wirklich gut klar aus. Keine Ahnung, woran das liegt. Okay. Ja, hier haben wir natürlich wieder einen Donut. Das ist mein Hund. Da liegt noch was. Okay. Haben wir verstaut? Oh, hier haben wir eine Karte. Well, it looks like they had the whole forest covered. Oh, man kann darauf malen, okay. Aber was soll ich jetzt malen hier? Wir gehen hier rein. Okay. Da
Das noch ein Polizeiauto. Ich würde ja sagen, dass wir hier lang gehen, aber schauen wir nochmal. Boah, es stehen hier Autos rum. Mega viele. Die können wir aber nicht öffnen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir da lang. Da scheint die Sonne so schön rein, auch ein cooler Effekt. Aber alles, was hier schwarz erscheinen soll, erscheint halt ziemlich grau, ne? Das ist halt bei der Quest 2 so. Versuche, die Pfeife zu greifen. Sie wird Bullet automatisch rufen. Come on, boy. Was mache ich jetzt? Du kannst mit dem Stick einen Befehl aussuchen. See if you can find something, buddy. Ah, okay. Also ich durfte nur eine Sache gerade machen. Hast du was? Hey! Hey, hast du was? Oh, ein komisches Geräusch gerade. Das was. A photo. Arcadius. Oder Arcadius. Das packen wir mal hinten rein. Okay, jetzt archiviert. Hat er was da gefunden? Nee. Bullet! Bullet, search! Come on, Bullet. Let's go find this kid. Ich bin immer so ein bisschen angespannt hier. Weil man nie weiß, was hier passiert, ne? Das ist kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen, Leute. Kapitel 1. In den Wald. Es lädt. Ah, okay. Da ist mein Kumpel. Heal! No point in waiting any longer. It's called Lane. Come on, look around, boy. Im Spiel kannst du mit Hilfe des Funkgeräts kommunizieren. Mit wem? Ellis to base. Did you copy? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullet's with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your, health issues, they're not gonna be a problem? Sir. I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over and out. Okay. Time to get to work. Was das? Okay, Polizeiband. Ja. Auf jeden Fall ziemlich linear, momentan noch. Ja, also das, beim Spiel hier merkt man natürlich arg, dass es eine Quest 2 ist. Und ja, schaut mal da, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht wie ich. Das ist nichts ja, aufgebautes, gerendertes da hinten, das ist einfach jetzt so irgendwie ein Image, was sich so einfach so ein bisschen auf und ab bewegt.
Yeah. I told you it was not a raccoon. Walkie check. The handle is Ellis. I'm joining the search. Oh, you gotta be shitting me. Hey, that's enough, boys. He's here to help. Yeah, good check. Welcome aboard, Ellis. Thanks. I'll stay behind, double check the area. Okay, das hatten wir schon. Ah, auch für Leute interessant, die im Sitzen spielen wollen, man kann aus der Entfernung die Sachen greifen. Links oder rechts? Kann man den rechts sein? Der geht da schon lang, also folgen wir ihm. Wow! Das war kein Waschbär. Okay, der von da wären wir wahrscheinlich jetzt gekommen. Search this area. Sounds sind echt cool, finde ich. Man hört immer mal ein Flügelchen und irgendwas knacken im Hintergrund. Alte Matratze. Nah, this area is already covered. Ja, aber. Hey, you got anything? Yeah, not this way. Careful there, Caldwell. Okay. God damn, it's slippery here. Oh, Raben heißt nichts Gutes. Also wer den Ben noch nicht kennt, der steht gerade vor meiner Tür und will unbedingt rein. Aber er kann natürlich jetzt nicht rein. Oh. Hat er das gesehen? Why am I not surprised that this is what I brought? Da hoch oder hier lang? Geht's in eine Höhle? Mehr? Wenn das jetzt runterkracht, dann war es das aber. Okay, wir gehen mal hier hoch. Wir können aber auch nochmal. Ne, wir können momentan ihm nichts sagen. Also hier weiß man auch gar nicht, ob man im Kreis läuft. Ah, super. So, Night in the Woods. Like old times, huh? What, the students? I sure as hell hope not. We had twice the manpower back then. A friggin' helicopter. And we still didn't find squat. Hier runter vielleicht? This will be different. Yeah, I hope you're right. Over and out. Wo ist mein Hund? Ist der da lang gelaufen? Heel! Come on. No, they've already searched this area. Leute, keine Ahnung, wo ich lang laufe. Wir probieren unser Glück. Hier war die Polizei auch. Es wird langsam dunkler.
habe ich das Gefühl. Bullet! Geh mal hier lang. Ich hatte gerade gedacht, da steht jemand. Nein, da geht's. Hier geht's nicht lang. Oh Leute, ey. Sebastian verloren im Wald. Komm, ich folge ihm jetzt mal. Ich glaube, der hat eine Fährte. Fein, fein. Okay, der läuft echt zielstrebig. Well, they've already searched this area. Wo ist er? Da ist der, oder? Das ist doch nix. Oder? Was hat er da? What'd you find? Let me see. Baltimore Crows. That's Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Come here, boy. Well, it's the base. Yeah, go ahead. You got anything so far? No, nada. Any ideas on where I should start? Just look around. We might have heard something. Normal wäre es jetzt sinnvoll gewesen, wenn er gesagt hätte, ich habe eine Käppi gefunden. Das ist unser Hund. Bullet, wait up! Oh. Bullet! Okay, von wo sind wir jetzt runtergefallen hier? Where the hell is he? Bullet! No. Not now. Da ist was? Get a grip, Ellis. You've gone this far. I'm giving up now. Was war jetzt los? Ein Schuss gehört oder so? Okay, calm down, Ellis. Everything's fine. It's all in your head. Ach, der hat irgendwie, der war wahrscheinlich Soldat, ne? Posttraumatische Belastungsstörung nennt man das, ne? Yeah, look who decided to show up. Hey! Don't leave me like this, okay, buddy? I just... I can't be alone out here. What is it, boy? Did you find something? Ah, so we're still on Peter's trail. Good. Lead on, buddy. Na komm. Gar nicht so einfach, bei dem zu bleiben. Hey, hey. Hey, Jess. Ellis, is everything all right? You don't sound so hot. No, it's, I'm fine. It's, under control. No, I said I'm fine. Oh. Es wird immer dunkler. Listen. I think I saw something. I gotta go. I'll call you later. I'm sorry, Jess. Can anyone hear me?
Boah, da kam gerade irgendwie ganz schnell was von links gelaufen. So hat sich das angehört. Gänsehaut. Guck mal, da ist eine Bärenfalle. Ist okay, weiter. Ich muss sagen, das hilft schon, dass der Hund dabei ist. Da fühlt man sich nicht mega alleine. Zella. Campsite? Können wir den schnüffeln lassen? Ach, guck mal hier. Looks pretty beat up, but yeah, I think it still works. Ich brauche gerade auch Hilfe hier. Alice, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Alice, do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. A sick little puppy for you to look after. Oh, why, Alice? Das ist aber doch bestimmt nicht das, was er auf der Kamera gesehen hat jetzt, oder? Sind doch seine Erinnerungen bestimmt. Incoming Jazz. Auf dem Fernseher. Also ein bisschen durcheinander gerade. Mein Kater gibt immer noch nicht auf. Oh, did I? Oh. Did I pass out? Der hat ja irgendwas für uns. Turn on. Okay, eine Taschenlampe. Das ist schon mal gut. Boah, ist das finster. Sauers. Okay, die schnappt hier an. Das ist gut. FM 2176. So, okay. Field manual. First it's witches and curses, and now oh, da blinkt was. A commando. Kamera. How did it end up back here? There's a tape inside. Might as well see what's on it. Die erste rote Videokassette ist schon eingelegt. Mit Hilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Achte auf deine Umgebung sowie auf Objekte in deiner Nähe und im Video. Okay. Oh, da ist was erschienen. Okay, da hat auf jeden Fall jemand angegriffen. Und wenn ich zurückspule, erscheint das. Oder? Da. The hell? This tape. Did it just... Krass. Ich hab Angst. Get it together, Alice. Probably Peters. Maybe Bullet can catch a scent. Come. You know what to do, buddy.
just like in training. Good boy. Now, you'd do great on the force if you weren't so stubborn. Okay, hat eine Fährte. Oh, ich habe Angst. Schon ein mulmiges Gefühl hier. Boah, das ist so dunkel. Wahnsinn. Buddy hat eine Fährte. Unser Buddy. Oh. What's the matter, Buddy? Oh, was ist los? Oh, Scheiße. Das ist so ein, dieses Blair Witch-Zeichen. Höre auf Bullets bellen und beobachte seine Körper. Er ist der Erste, der dich vor Gefahr warnt. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ja, ich muss mir das angucken. Ich weiß nicht, ob was passiert, aber... It's okay, buddy. It's all gone. See? Okay, jetzt haben wir hier. Olga. Wo ist er hin? Boah, es ist ja noch nicht mega Schlimmes passiert, aber boah, ich fühle mich so unsicher und unwohl hier. Zum Glück habe ich meinen guten Hund dabei. Okay, da scheint was runter. Auf jeden Fall können wir, wenn wir, wir finden wahrscheinlich diese Videokassetten und dann können wir immer irgendwas machen damit. Auf jeden Fall wurde der irgendwer angegriffen. Wow. Go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First the kid and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? We went down a ravine and headed north to an old campsite. Oh, was war das für ein Geräusch? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Alter. Ellis. I'll keep you posted. Over now. Auf jeden Fall ist irgendwas ist hier in der Nähe. What the fuck, ey. Boah, Leute, ich krieg halt Gänsehaut. Hey, buddy, what's wrong? Ist gut, ist gut. Ist gut. Oh, ist wieder so ein Ding. Easy, boy, it's gone now. Was steht da? Arthur. Komm her. Komm her. Huh. Who let the dogs out? Heal! Okay, da ist er. Ja, brava. Brava. Lass mich nicht alleine hier. Bullet, what's wrong? Work, damn it! What the fuck? See ya? Whoa! Get a grip, Ellis. It's just a tree. It's just a tree. Come on, Bullet. Ich glaube nicht, dass das nur ein Baum war. Gerade irgendeine Fratze gesehen. Hey,
talking about. Any updates on your side? Yeah, actually, you know if anyone's ever done any construction work out here? Like what? Like reinforced concrete, foundations, or trenches. Trenches? Well, there hasn't been any military presence in these parts since the Civil War. Ellis, are you sure? I know what I'm seeing, Lanning. All right. It's just... Yeah, we're gonna look for that campsite and the trenches, or whatever they are. Over and out. Komm. Ja, Leute. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel zeigen. Das ist ein Ersteindrucksvideo hier. Und ja, ihr merkt selber schon, wie krass die Soundeffekte hier sind. Mit Kopfhörer wäre das natürlich noch mal viel, viel krasser. Wenn das Video hier, ich sag einfach mal, 40 Likes erreicht, dann werde ich hier definitiv noch mal weiterspielen. Da auch runtergehen und ja, mal schauen, was uns da bevorsteht, was uns da noch bevorsteht. Und ja, schreibt einfach unter die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ich finde es echt ziemlich creepy und funktioniert auf der Quest 2 echt gut. Man muss Abstriche machen natürlich mit der Grafik und den Texturen, aber beim Sound haben die echt eine ganze Arbeit geleistet. Also das hört sich so krass an, wenn hier von links und rechts und hinten was kommt. Und ja, also da muss man in VR schon echt starke Nerven haben, um das hier zu zocken. Boah. Und ja, ich bin jetzt auch froh, wenn ich hier raus bin. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über Likes freuen. Und Abo-Button nicht vergessen. Wäre echt nice, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt, Livestreams gibt. Und ja, dann könnt ihr auch gleichzeitig noch die Glocke aktivieren. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.